Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei Jens Outside Cooking. Mein Name ist Jens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Grillvideo zeige ich euch, wie man ein Steak Ciabatta Walnuss Sub mit Parmesankäse und Chili Mayonnaise am Grill zubereitet. Und wie man diesen Sub zubereitet und welche Zutaten dafür benötigt werden, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit dem Grillvideo. Heute wird es mal wieder schnell, einfach und lecker werden und meiner Meinung nach sind so Subs Ciabatta Brote, ja, so schön mit Steaks belegt oder allgemein mit Fleisch belegt, sind das richtig coole, einfache Nummern, die man am Grill zubereiten kann und zum Ende wird es immer richtig schön lecker werden. Wobei, ob es jetzt heute lecker wird, kann ich noch nicht haargenau sagen, weil ich habe diese Nummer eigentlich noch gar nicht ausprobiert. Ne? Und wenn es zum Ende nicht schmeckt, dann war es zumindest mal wieder eine Lehre. Ne? Man lernt immer ein bisschen was damit zu. Und ja, bevor wir jetzt eigentlich noch groß und heißen Brei drum herum reden, werden wir jetzt auch direkt anfangen mit der Vorstellung von den Zutaten. Für die Zubereitung von diesem schönen, einfachen und leckeren Zap benötigen wir eine kleine Handvoll, ja, oder eine mittelgroße Handvoll Rucola-Salat. Ja, erstmal ein bisschen was so für die Optik und der Rest eben, ihr wisst ja, auch fürs gute Gewissen. Dann wird etwas Mayonnaise benötigt. Eine kleine rote Zwiebel, diese einfach nochmal in Ringe schneiden. Drei Scheiben Tomate. Ein Steak und Barbecue Salz, etwas neuen Pfeffersymphonie, bisschen Chili Pulver, gleich für die Herstellung von unserer Chili Mayo, ein Ciabatta Walnussbrot, ist ja in diesem Fall ein Weizenbrot, klar ein italienisches Weizenbrot, aber eben auch mal sehr leckeres Zeug, finde ich so, kann man sehr gut essen. Dann wird etwas Parmesankäse benötigt, ein schönes Angus Rindersteak, dann wird noch etwas Frischkäse benötigt, ich habe jetzt in diesem Fall jetzt hier den Petella Paprika Frischkäse, ist ja auch ein sehr leckerer Frischkäse, kommt auch bei uns aus dem schönen Wiederbergland. Ja, ist eine gute Qualität das Zeug, mir schmeckt es immer sehr gut, aber nehmt einfach die Zutaten, wo ihr einfach Bock darauf habt. Dann wird noch ein scharfes Messer benötigt, ein Teelöffel, ein Esslöffel, eine Parmesanreibe, die Grillzange und den Gasgrill. Bevor es am Grill gleich rund geht, wenn wir jetzt einmal ein bisschen Steak und Barbecue Salz um auf das Steak drauf kippen, ja, das Steak ein bisschen vorab salzen, auch da scheint sich allerdings die Geister. Der eine salzt es lieber vorher, der andere macht das hinterher. Bei mir ist das so, wie ich eigentlich Bock habe, mal so, mal so. Ich denke mal, so eine richtige Regel gibt es da glaube ich gar nicht. Das Ganze machen wir jetzt schön von beiden Seiten. Währenddessen der Gasgrill am Vorheizen ist, können wir schon mal die Chili Mayonnaise herstellen und dann nehme ich jetzt so erstmal so ein guten Viertel Teelöffel Chili. Vorsicht, denkt daran, Chili, ne, das könnte zum Ende in zweimal brennen, also geht da ein bisschen vorsichtig heran. Der eine mag es nämlich ein bisschen schärfer, der andere vielleicht nicht so. Und wenn wir mal alles ein bisschen verrühren, boah, schon mal von der Farbe her, sieht das schon recht gut aus. Ja, das reicht auf jeden Fall. Werde trotzdem vorab mal probieren. Ja, kommt schon ein bisschen schärfer durch. Und den Rest werden wir jetzt mal ein bisschen ziehen lassen. So, das Rindersteak ist jetzt hier am Gasgrill angekommen. Die Brenner sind alle auf volle Pulle. Und als erstes werde ich erstmal den Grillrost mit ein bisschen Trennspray einsprühen. Oh, ist das ein Feuerwerk. Mama mia. So, jetzt können wir auch gleich direkt das Rindersteak auflegen. Und erstmal schön von der einen Seite angrillen. Nach circa einer Minute bis knapp anderthalb Minuten Grillzeit, wollen wir mal gucken, ob sich das Steak hier schon vom Grillrost löst. Nein, es löst sich in diesem Fall noch nicht. Also, das Steak einfach so auf dem Grillrost liegen lassen. Und der richtige Moment ist dann da, sobald sich das Steak vom Grillrost löst. Also warten wir noch einen ganz kleinen Moment. Nach zweieinhalb Minuten Grillzeit ist jetzt der Punkt da, wir können das Steak jetzt endlich wenden. Ich stelle es mal einfach an. Wir einmal ein bisschen. Oh, ist aber ein Feuerwerk hier mit diesem Trennspray. Falls ihr da irgendwie einen Trennspray kennt, das es nicht so extrem Flammen wirft, dann schreibt bitte mal unten in die Kommentare rein. Also würde mich jetzt mal brennend interessieren, weil das ist ein halber Flammenwerfer hier. So, jetzt werden wir den Deckel nochmal zumachen. Und wenn das Steak jetzt nochmal zweieinhalb Minuten angrillt. Weitere zweieinhalb Minuten später werden wir das Steak noch mal einmal ganz kurz auf die Seite stellen, damit wir hier auch ein paar Röster rum hinbekommen. Und wenn ich mal einmal das Steak mal ganz kurz hier auf die, ja, wie nennt sie sich, auch so eine Art Sizzle Zone, noch mal einmal draufstellen. Mal ganz kurz ein bisschen anknuspern lassen. Oh, was für ein Feuerwerk. So, das sieht doch so schon mal ganz gut aus. So, lassen wir das jetzt. Den mittleren Brenner aus, den rechten Brenner auch aus. Das heißt, jetzt haben wir den linken Brenner noch auf volles Rohr stehen. Und jetzt nehmen wir noch mal einmal ganz kurz hier das Ciabatta. Wenn das noch mal einmal aufschneiden.
ungefähr mittig. Wenn das jetzt hier wasserrot ist, nochmal bei Innenseiten auf den linken Brenner nochmal ganz kurz angrillen, dass ein paar leichte Röstaromen bekommen. Deckel nochmal kurz zu, das Tee kurz garen lassen, so bis ungefähr circa eine Kerntemperatur von 52 bis 53 Grad. Voila, die Kerntemperatur von 53 Grad ist erreicht. Jetzt werde ich das Rindersteak schon mal runternehmen, drüben aufs Brett packen. Das darf man ganz kleines bisschen ruhen. So circa 5 bis 10 Minuten. Ja, das Schiavotta sieht von innen auch soweit ganz gut aus. Ich habe einen linken Brenner noch auf kleinste Last stehen. Das heißt, jetzt noch mal einmal drehen. Darf noch mal so ein bisschen ganz leicht von außen anknuspern. Das Steak ist gut am Tisch angekommen. Und während das Steak noch ein ganz kleines Moment ruhen darf, können wir schon mal anfangen, den Zapf soweit zusammenzubauen. Im ersten Schritt nehmen wir jetzt erstmal das Unterteil hier vom Schiavotta. Bisschen Paprika, Frischkäse. Ja, erstmal so ein Esslöffel drauf. Ein bisschen mit dem Löffel hier verstreichen. Ruhig ordentlich was drauf. Ihr wisst ja, auch Frischkäse. Schmeckt gut. Auch da sage ich immer, viel hilft viel in diesem Fall. Ja. Also haben wir schon mal ein, zwei Esslöffel ruhig hier drauf. Alles schön verstreichen. Kann schön noch ein bisschen ins Baguette ein bisschen mit reinziehen. Oder in das, ist ja kein Baguette, ist ja ein Schiavotta-Brot. Und jetzt nehmen wir den Rucola-Salat, verteilen den ein bisschen auf den Frischkäse. Kann ruhig die ganze Hand voll drauf. Ja, so kriegen wir schon verteilt. So, sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen was hin, ein bisschen zuppeln. Und jetzt können wir die Zwiebelringe auf den Salat verteilen. Ruhig so ein bisschen, ja, so ein bisschen hier und da was hin. Ja. Packt ruhig die ganze Zwiebel drauf. Weil auch Zwiebeln sind erstmal A, gesund und schmecken zum Ende auch recht lecker. Und bringt nochmal richtig schön ordentlich Bums in das Ganze hier mit dran. Deswegen ruhig ordentlich was drauf. Und da noch ein bisschen was hin. Ja, Salat ein bisschen drauf. Jetzt nehmen wir hier die Tomatenscheiben. Nehmen die Tomaten hier so ein bisschen einigermaßen mittig drauf. Oh, das sieht doch schon mal ein richtig schön mächtiger Sub. Wer soll den denn essen? Auf jeden Fall zu zweit. Und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Zutat. Das Rindersteak anscheinend. Jawohl, das ist immer der schönste Moment. Wollen wir mal gucken, ob das Steak überhaupt durch ist. Machen wir erstmal einfach jetzt einen Mittelschnitt. Aber ich befürchte, vom Schneiden her, ich glaube, ich bin da ein kleines bisschen zu weit gekommen. Ja, bin ich. Ja, sieht man es vielleicht? Naja gut, macht nichts, halb so wild. Jetzt können wir das Steak in schöne Tranchen ausschneiden. Gut, manchmal ist das dann auch so, dass man dann auch vielleicht dann schon 56, 57 Grad plötzlich hat. Kann eben alles durchaus mal vorkommen. Und jetzt werden wir schön das Steak nehmen, schön die einzelnen Tranchen. Hier so ein bisschen auf den Sub-Unterteil auflegen oder auf den Schiavotta-Unterteil auflegen. Ja, nicht geizen damit, ruhig was drauf. Ja, hier darf auch noch gerne ein bisschen was hin. Darf auch ruhig ein bisschen mehr sein. Ja, ich sehe gerade, hier bleibt noch ein bisschen was bei über. Eigentlich überbleiben tut zum Ende überhaupt gar nichts. Da darf auch noch ein bisschen was hin. Also man sieht, das wird ein richtig schöner Monster-Sub werden. Also der ist richtig gut bestückt und gut belegt. Dadurch werden wir erstmal eine Tranche nehmen und eine erstmal probieren. So sieht der Sub schon mal richtig gut aus. Richtig schön ordentlich mit Fleisch belegt. Nur jetzt ist mir eben eine kleine Panne passiert. Ich hatte natürlich eben vergessen beim Pfeffer bestreuen. Ja. Vergesst die Kamera einzuschalten. Gut, ist so. Also, Freunde, Pfeffer ist jetzt schon drauf. Hier ist noch eine Tranche für den Griller über. Ja, ein bisschen Pfeffer drauf. Erstmal rein in den Kopf. Kann man definitiv essen, passt. Und jetzt, wo der Griller so eine kleine Kostprobe bekommen hat, fehlt natürlich noch eins. Richtig schön ordentlich Parmesankäse. Jetzt lassen wir es erstmal richtig ordentlich Parmesankäse schneiden. Kann ruhig eine ordentliche Portion drauf. Spart da nicht dran, Leute. Haut da richtig was drauf. Ruhig ordentlich eine Portion Käse drüber. Das wird gleich ein richtiger Knaller werden. So sieht das ordentlich sportlich aus. Genauso muss das sein. Und zum guten Schluss wird das Unterteil vom Sub mit dem Parmesankäse und dem Rindersteak nochmal ganz kurz, ungefähr für eine Minute, in den Gasgrill gelegt. Linken und rechten Brenner an, volle Hitze, Deckel zu. Eine knappe Minute später sieht der Parmesankäse oder der Sub jetzt so aus. Viel länger möchte ich den Sub jetzt nicht mehr liegen lassen. Wir nehmen ihn jetzt raus. Jetzt zum guten Schluss werden wir noch die Chili-Mayonnaise und so mal gehen. Und ja, bevor das jetzt passiert, werde ich mal ganz kurz den Sub aus dem Grill rausholen. Oh, mal, sieht schon richtig top aus. So, jetzt nehmen wir die Chili-Mayonnaise. Wir werden jetzt ein bisschen was hier auf dem Deckel schön verstreichen. Ja, ruhig alles drauf gehen, die vier Esslöffel. Nochmal rüberstellen, bevor die Schale gleich noch runterplumpst. Ja, alles richtig schön, gleichmäßig verstreichen. Man könnte ja auch Messer nehmen, wenn man jetzt ein Messer da hätte.
Also, na, hätte vielleicht ein kleines bisschen mehr sein können. Also wenn er jetzt etwas mehr Mayonnaise haben möchte, kann auch gerne 5 oder 6 Esslöffel verwenden. Aber das sollte eigentlich so vollkommen ausreichen. So, und der Rest ist wie immer für den Griller. Oh, der wird doch schon recht scharf. So, jetzt den Deckel noch drauf. Voila, fertig ist der Sub. Vom Aussehen sieht der Sub ja schon mal absolut großartig aus. Ja, ist natürlich, wenn ich hier so mal direkt drauf gucke, ein ganz schöner Monster-Sub geworden. Ich meine, gut, das Chia-Butter-Brot hat schon mal eben 300 Gramm gewogen. Das Steak mit ungefähr 465 Gramm. Und von den 465 Gramm Steak sind jetzt immer ungefähr ca. 350 Gramm auf diesen Sub drauf. Ich sag mal, das ist ein Monster-Sub. So, jetzt kommen wir schon mal einmal ganz kurz zum ganz klassischen Mittelschnitt. Boah, mega. So, mal einmal ganz kurz den Mittelschnitt mal einmal zeigen. Und jetzt wird probiert. Das ist ja schon mal richtig schöner Klopper geworden. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, ich habe mir jetzt nochmal in zwei Hälften geschnippelt. Und ja, jetzt werden wir so ein schönes Stückchen mal nehmen und mal probieren. Hopp, 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 Rind in den Kopf. Prost. Boah, geil. Zu diesem Sub kann ich nur eins sagen, ist eine Rakete, der geht richtig gut ab. Das ganze Zusammenspiel von dem Walnuss-Chia-Butter-Brot, ja, das kommt schon mal richtig extrem gut, ist richtig schön knusprig geworden, gefällt mir sehr gut. Dann das Rindersteak dabei, unten drauf dann den Paprika-Frischkäse, der kommt richtig gut übrigens durch, hat mich gerade auch sehr überrascht. Ja. Also hat richtig schön die leichte Paprikanote damit bei. Klar, dann den Rucola, das leicht nussige dabei, die Zwiebel, die Tomate. Ja, das Steak oben drauf, dann den Parmesankäse noch dabei und zum Ende noch die Chili-Mayonnaise, gibt nochmal eine richtig schöne leichte Schärfe ab. Also ich finde, das ist eine richtig coole, runde Nummer geworden und ja, diesen Sub kann ich definitiv zum Nachmachen empfehlen. Ist eine richtig geile Nummer, probiert dieses Ding einfach mal aus. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, dann lasst ein freundliches Kommentar. Vergesst, um die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr beim nächsten Mal nichts mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Jens. Ach so, und beim nächsten Mal einschalten bitte nicht vergessen. Macht's gut, Freunde. Ciao, euer Jens. Und jetzt wird nochmal gegessen. Bah. Mmh.